so oft im Leben kommt es nicht so, wie man es sich gewünscht hat. Zumal, wenn Planung nur das Ersetzen des Zufalls durch Irrtum ist. Wenn dann auch noch der Sensenmann uns an die Endlichkeit des Lebens erinnert, ist man froh, hier bei schönstem Sonnenschein den Wind in den Segeln zu spüren. Aber halt, bevor wir aufbrechen, muss noch das Dinghy gereinigt werden. Wir haben gerade das Schlauchboot aus dem Wasser geholt. Das hat jetzt ungefähr eine Woche neben dem Schiff gelegen und ich habe den Rumpf sauber gemacht von Mola Mola und schon ist der Boden des Schlauchbootes richtig fett. Das ist richtig fest. Das kannst du nicht so wegwischen. Das ist richtig fest mit kleinen Korallenansätzen voll. Das heißt jetzt sauber machen. Der August ist ungewöhnlich windarm und sehr heiß. Temperaturen von 30 bis 35 Grad sind keine Seltenheit. Trotz der enormen Trockenheit gibt es hin und wieder Moskitos. Petra ist sehr empfindlich. Die Stiche der kleinen Plagegeister jucken entsetzlich. Wir versehen unsere Luken mit Moskitonetzen und halten die Kabinentür tagsüber möglichst zu. Auch eine elektrochemische Mückenabwehr kommt erfolgreich zum Einsatz. Es ist 8 Uhr. Endlich fahren wir nach langer, langer Zeit mal wieder raus. Und wir wollen heute nach Gran Tarajal. Es sind 55 Meilen und es wird Wind von 15 Knoten maximal angegeben. Achterlich als du warst. Ich denke, es wird ein schöner Trip. Hier ist die Cruiser Pier von Lanzarote und dahinter, da wird ein neuer Betonball gegossen. Die wollen da noch den Schwell bei Südwind hier aus dem Hafen noch besser aushalten. Hier auf der anderen Seite, da haben sie irgend so ein Schwimmdock. Wir haben jetzt 10 vor 12 mittags, sind seit 8:30 unterwegs. Genau zwischen den beiden Inseln Fuerte und Lanzarote. Hier haben wir auch ein bisschen Wind bekommen. Haben wir so zwischen bis zu 18 Knoten Wind. Haben ein kleines Reff im Groß und in der Genua. Laufen runde 7 bis 8 Knoten. Kommen also gut voran. Herrliches Segeln. Es ist jetzt kurz nach 3 Ortszeit, wir sind am Flughafen von Fuerteventura vorbei. Wir haben jetzt Downwind, das heißt, der Wind kommt fast genau von hinten. Die Welle ist nicht hoch,
aber schaukelig. Klar, immer dann, wenn der Wind von hinten kommt, dann schaukelt's. Herrliches Segelwetter. Hier drüben ist der Flughafen von Fuerte zu sehen. Im Lee der Insel wird der Wind dann leider immer schwächer, sodass der Diesel mal wieder ran muss. Es gibt keinen Fisch, dafür gibt's Möwe. Ein junger Tölpel verfängt sich in unserer Angelschnur. Wir stoppen auf, um den Zug aus der Leine etwas herauszunehmen. Dann befreien wir den unglücklichen Vogel aus seiner misslichen Lage. Schon oft sind wir in Gran Tarjal zu Gast gewesen. Normalerweise meldet man sich ja auf Kanal 9, kurz vor dem Einlaufen an. Da aber meistens nicht geantwortet wird, ist es ganz okay, auch ohne Antwort einzulaufen und nach einem freien Platz am ersten Steg Ausschau zu halten. Spätestens dann bekommt man freundliche Hilfe vom Security-Personal. Gran Tarjal ist der drittgrößte Ort auf Fuerte. Es ist zum Glück kein Touristenort wie Mujable oder Corralejo. Am Dorfplatz mit seinen schönen Springbrunnen gibt es viele kleine Geschäfte und eine Apotheke. Die großen Supermärkte sind fußläufig gut zu erreichen. Auf der Strandpromenade laden Restaurants zum Essen ein, inklusive Meerblick. Mit solchen oder ähnlichen Booten erreichen Hunderte von Flüchtlingen jedes Jahr die Inseln. Wir sind sehr gespannt auf Fuerte, denn es sind nun schon 3 Jahre vergangen, als wir das erste Mal hier waren. Damals waren wir im Frühjahr hier unterwegs. Den Mietwagen holen wir am Airport ab und freuen uns über die Klimaanlage, denn das Thermometer zeigt teilweise 36 Grad an. Der erste Ausflug bringt uns nach Mujable. Hier hat der Yachthafenbetreiber Calero Marinas den Hafenbetrieb seit kurzem übernommen. Er will dort eine Marina neu aufbauen. Die Arbeiten sind in vollem Gange. Die Arbeiten im vorderen Becken haben begonnen, aber noch sehr, sehr rudimentär. Die Westküste mit ihren felsigen, oft sehr unzugänglichen Stränden fasziniert uns immer wieder. Uns fällt auf, dass viele Aussichtspunkte, die früher bewirtschaftet wurden, nach Corona verlassen worden sind.
Ja, jetzt heißt es einmal wieder herzlich willkommen im Mola Mola Kochstudio. Heute gibt es Brunnenkresse Süßkartoffelportefeuille mit Fisch. Hier auf den Kanaren gibt es wunderbare Brunnenkresse, die habe ich abgezupft. Jetzt schwitze ich Zwiebelchen und ein bisschen Knoblauch an. Und dann werde ich eine Süßkartoffel in kleine Stücke schneiden, anschwitzen und gar kochen. Aber das zeige ich euch gleich. Das ist schön scharf, wenn es roh ist. Das ist richtig schön. Das ist so mega gesund. Kartoffel leicht anrösten, die Zwiebel und Knoblauch, dann tue ich da einen Brühwürfel dazu und noch so einen halben von Hühnerbrühe. Dann wird das Ganze mit etwas Wasser aufgegossen. Die Süßkartoffel ist schön weich. Jetzt kommt der ganze Schwung Brunnenkresse da rein. Das ist wie mit Spinat, das fällt sofort zusammen. Jetzt kann man schon sehen, das wird schon immer weniger. Oh, das sind Vitamine und oh. Säure über Zitrone. Pfeffer. Und ich übrigens dem Stefan nochmal zeige. Tolle Salz. Ein Portefeuille. Brunnenkresse, Süßkartoffel, Portefeuille. Das ist übrigens ein Rezept von mir. Gibt es nur auf Mola Mola. Lecker! Ja, und während sich die Hafenfische gierig über das alte Brot hermachen, bleibt mir nur euch fürs Zuschauen zu danken. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen hoch oder auch ein Abonnement. Wenn nicht, behaltet es einfach für euch. Bis dahin, immer eine Handbreit rum in der Bilge, eure Mola Molas.